In den Jahren der Hochkonjunktur sind Bauernhochzeiten seltener geworden. Besonders in den Bergtälern hatten es Jungbauern schwer, eine Ehefrau zu finden. Die Zeiten haben sich geändert. Wie stehen die Chancen der Jungbauern heute? Das Prättigau ist eine typische schweizerische Bergregion. Seine Bevölkerung, bodenständige, freiheitsliebende Bergbauern. Also ich will Bauern, weil es mir gut gefällt und weil man einfach frei ist. Und dann kann man einteilen die Arbeit, wie man will. Und durch das gefällt mir das einfach. Und dann kann man, man muss vielleicht schon etwas auf Freizeit verzichten. Können auch darauf so nachsachen. Aber das Hübsche ist halt daran, dass man einfach frei ist. Die Prättigauer Bauern sind mehrheitlich Viehzüchter. Sie ziehen Rinder auf, die sie als Milchkühe ins Unterland verkaufen. Ihre Hauptarbeit besteht im Einbringen möglichst großer Heuernten, um möglichst viele Tiere aufziehen zu können. Eine Schinderarbeit ist das Bergbauern heute nur noch in extremen Lagen. Die Mechanisierung ist weit fortgeschritten, parallel dazu allerdings auch die Verschuldung. Manch einer muss heute länger arbeiten als früher. Hans-Peter Rührdi glaubt aber an die Berglandwirtschaft als Existenzgrundlage. Ja, sicher ist Berglandwirtschaft eine Existenzgrundlage. Vielleicht, dass man nicht mehr grad so viel sparen kann wie vorher. Mit den teuren Maschinen und das Zeug. Aber ich glaube schon, dass man überleben kann von der Bauern. Zum Überleben braucht der Bergbauernstand aber nicht nur eine gesicherte finanzielle Grundlage, sondern auch ausreichenden Nachwuchs. Zum Überleben braucht der Bergbauernstand junge Frauen, die gewillt sind, Bergbäuerinnen zu sein. Damit hat es in jüngster Vergangenheit Schwierigkeiten gegeben. Es hat eine Zeit gegeben, wo gewisse Schwierigkeiten bestanden haben, dass die Bergbauernfrau bekommen hat. Wenn ich denke an das Aufschwellen für die Hochkonjunktur, wo manches Bauernmädchen selber auch, ja, es hätte mögen bequemer haben, besser haben in ihr Leben, als lediglich dann, wenn es eben die Frau vom Bergbauer geworden wäre. Der Grund, warum so viele junge Mädchen ihrem Heimattal den Rücken gekehrt hatten und ins Unterland ausgewandert sind, liegt auf der Hand. Bergbäuerinnen haben ein strenges Leben. Ihre Mithilfe auf dem Felde und im Stall ist unerlässlich für die Existenz ihrer Familien. Die Auswirkungen dieser Frauenflucht, fast jeder zweite Prättigauer Bauer der mittleren Generation fand keine Frau. Wie steht es heute? Diese vier Frauen haben Bergbauern geheiratet. Also da auf der Bergregion, da muss man also schon mithelfen. So kurz wie die Zeit ist, also die Vegetationszeit, zum Beispiel hier 5 Monate, jetzt ist der Schnee gerade weg und bis Ende September muss unter Umständen 2-mal also gemäht werden, heuet, gerummet. Und wenn es dann also so wie letztes Jahr im September einschneit und in der Zeit muss das Heu für 7 Monate unter Dach sein, da trifft es einem einfach mitzuhelfen. Ich glaube, da kann man sich nicht drücken davon. Bei uns daheim ist der Winter fast am strengsten, weil mein Mann, der hat einen Nebenberuf, ist Skilehrer. Und ich gehe auch noch zeitweise als Skilehrerin. Und dann ist es einfach ziemlich streng, nicht wie man von morgen bis am Abend ist man immer angestellt. Nicht? Im Sommer müssen wir eben heuen. Und dann muss einfach die Frau, ja, nicht gerade als Knecht, aber einfach mal zur Hand gehen als Partner, den sie dann eben braucht. Wie ist es eigentlich von der finanziellen Seite her? Wären sie besser gestellt, wenn sie in Unterländer geheiratet hätten? Also ich glaube es nicht. Also man hätte vielleicht mehr flüssiges Geld, würde ich sagen. Aber wir haben sicher einen viel sicheren Posten hier als Bergbauern. Nicht? Man hat seine Arbeit sicher die ganze Zeit. Man muss nicht Angst haben, dass man gekündigt wird. Ja, es ist halt so, dass man nicht Ende Monat ein Zahltagswechsel hat. Einmal hat es mehr, zum Beispiel im Herbst, wenn man ein paar gute Tiere verkauft, dann tut es recht, ist das Portemonnaie voll. Und gegen Sommer, wo man streng arbeiten muss, ist das Portemonnaie wackerdünn und man darf sich nicht einen Haufen leisten im Laden fertig Produkte, die einem die Arbeit vielleicht erleichtern könnten. Sind dann halt doch ein bisschen Luxus für uns. Ein weiteres Problem für viele ist das Zusammenleben mit den Schwiegereltern in einem vielfach kleinen Wohnhaus. Zwistigkeiten zwischen Jung und Alt belasten manche Bergbauernfamilie.
So wie man immer sagt, dass es also Schwierigkeiten geben mit den Schwiegereltern. Das ist sicher nicht wahr. Es gibt Schwierigkeiten dort, wo eins das Gefühl hat, dass sie ein bisschen unterdrückt oder nicht darf einfach voll seine Meinung sagen. Aber dort hat es heute also gewaltig geändert. Auch gegenüber vom Mann. Er tut sicher die Meinung der Frau akzeptieren. Es ist nicht mehr wie vorher, wo man einfach die Frau fast bei nichts gefragt hat und alles selber entschieden hat. Dass es der Bergbäuerin heute besser geht als früher, liegt in allererster Linie am höheren Bildungsgrad der heutigen Bergbevölkerung. Schulen wie diese Hauswirtschafts- und Bäuerinnenschule in Schiers oder die landwirtschaftliche Schule Plantahof in Landquart bewirken grundlegende Änderungen in der Lebensweise der Bergbevölkerung. Dabei scheinen die neu erworbenen Fachkenntnisse der angehenden Bauerngeneration nicht einmal die Hauptsache. Backen, nähen, Setzlinge pflanzen und Hühner betreuen kennen die meisten dieser Mädchen schon von zu Hause. Entscheidend ist die psychologische Wirkung der Schulen. Landwirtschaftliche Schulen stärken das Selbstbewusstsein der jungen Bauern. Noch zu ihrer Väterzeiten galt oft der Grundsatz, der Dümmste übernimmt den Hof. Bauer sein galt nicht viel. Der Bauer ist dumm, war ein gängiges Vorurteil. Minderwertigkeitskomplexe der Bauern, das Resultat dieser Vorurteile. Damit aufzuräumen, ist das größte Verdienst der landwirtschaftlichen Schulen. Kein Wunder, dass man im Prättigau beklagt, was immer das Selbstwertgefühl der Jungbauern verunsichert. Die Presse, die muss ich da unbedingt anführen, die hat mit eine Trauerweide ausgehängt über die Situation, indem es in vielen Zeitungen breitgeschlagen hat, der Bergbauer bekommt keine Frau mehr. In Wirklichkeit aber ist der Erfolg von diesen Publikationen kein anderer als der, dass man mit dem diesen Bergbauernbürst gerade noch das letzte Selbstvertrauen weggenommen hat. Mit anderen Worten gesagt, man ist dann frühzeitig vom Tanzboden an den runden Tisch zurückgewichen und hat dann dort in Gemeinschaft berichtet. Es war ja in den Zeitungen sogar gesagt und berichtet, dass man keine Frau mehr bekomme. Jetzt wissen Sie, wie die Situation stand. Selbstbewusstsein schaffen. Darin sieht der Betriebsberater seine Aufgabe. Und die jungen Bauern, wie beurteilen Sie die Aussichten, eine Ehefrau zu finden? Ja, der Bauer muss einmal den Willen haben dazu. Er muss einen guten Charakter besitzen. Fähig sein, eine leistungsfähige Landwirtschaft zu führen. Und sollte auch auf dem Hof eine separate Wohnung zur Verfügung haben. Und wenn das vorhanden ist, glaube ich, hat er jede Möglichkeit, eine Frau zu finden. Und was für Möglichkeiten für junge Bauern bestehen da, Frauen kennenzulernen? Ja, da gibt es einmal auf dem Land die Landjugendgruppe. Das ist eine gute Möglichkeit, wo man Kontakt aufnimmt mit anderen, andere kennenzulernen. Und dann macht man Austausch mit anderen Landjugendgruppen, besucht die. Und so kommt man andere lernen zu kennen, von anderen Talschaften und auch von anderen Kantonen. Landjugendgruppen wie diese in Schiers entstehen zurzeit überall im Bündnerland. Die Gruppen sollen den Kontakt unter dem Jungvolk ihrer Region fördern, hören es aber nicht gern, wenn sie als Heiratsvermittlungszirkel bezeichnet werden. Immerhin, Landjugendgruppen schaffen Möglichkeiten zum ungezwungenen Kontakt, Möglichkeiten, wie es sie bisher in den Bergtälern selten gab. Die Zukunft des Bergbauernstandes scheint gesichert. Die ökonomische Basis hat sich gebessert und dass jeder junge Bergbauer, der will, eine Familie gründen kann, darin sind sich unsere drei Interviewpartner einig. Ich bin absolut zuversichtlich, dass
unter den normalen Voraussetzungen heute ein junger, aufgeschlossener Bergbauer bestimmt eine Frau überkommt, auch im Prättigau. Die Frauen haben sie auch nicht mehr so streng, dass sie gerade Tag und Nacht arbeiten müssen, wie sie vorher haben müssen, so viel von Hand. Jetzt sind auch viele Maschinen. Und ich vermute auch, jetzt gibt es eine Bauernfrau. Sie sind der Meinung, dass man heute ohne weiteres eine Frau finden kann, wenn man will? Ja, sie würde sagen, ja. Der Wandel in der Berglandwirtschaft hat viele Gesichter. Getrieben wird er von einem neuen Selbstbewusstsein. Die Bergbauern wollen nicht mehr nur als mitleiderweckende Subventionsempfänger gelten. Sie verstehen sich heute als mittragender Teil einer modernen Volkswirtschaft.